Hallo, alles in Ordnung bei Ihnen? Sehr schön. Wieso ähneln sich eigentlich alle Krankenschwestern? Eine sieht wie die andere aus. Hallo, und? Wissen Sie, wie lange noch bleiben muss? Es tut mir wirklich leid. Für den Moment kann ich noch nichts Genaueres sagen. Er ist soweit stabil, aber die Ärztin sagt, zur Beobachtung müssen wir erst ein bisschen hier behalten. Ja, aber was denken Sie? Ich weiß es wirklich nicht. Aber denken Sie bitte auch daran, dass er erstmal Zeit braucht, um mit der ganzen Situation klarzukommen. Okay. Danke. Ach, Sarah. Sie macht sich immer solche Sorgen. Du, ich kann hier arbeiten, das ist alles kein Ding. Ja, aber er kann auch nicht die ganze Zeit hier liegen, ohne irgendeine Beschäftigung. Ja, aber du arbeitest. Hey, hey, ich bin so schnell gekommen, ich konnte es. Moritz hatte mir noch eine Doppelschicht gegeben. Wie geht's ihm? Ja, soweit gut. Kommuniziert ihr eigentlich miteinander? Im Moment rede ich und ja, er kann nicht wirklich reden. Kannst du mich hören? Hey, kann er mich hören? Es ist dein Ernst? Ja, sorry. Keine Ahnung. Komm, sei da. Natürlich kann er dich hören. Also. Ja, also ich wollte auch eigentlich wirklich nur kurz vorbeikommen und dir das mitbringen. Ne? Ja. Aber sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du hier irgendwie wenn ich mal übernehmen will oder so. Ja, das geht. Bitte lass mich nicht mit dem allein. Bloß ja, nicht. Kommt ab und zu. Nicht ja. Oft, aber. Ja, okay. Na, ich geh da mal wieder. Tschüssi. Ciao. Ciao. So. Haben Sie gut geschlafen? Haben Sie gut geschlafen? Dankeschön, perfekt. Wie soll man denn hier gut schlafen? Na, heute haben Sie aber nicht viel gefrühstückt. Hm? Das sind doch die Brötchen vom Sonntag. Die sind immer von dem besten Bäcker. Also ich mag die immer recht gern. Ne? Sie müssen wirklich mehr essen, wenn Sie wieder zu Kräften kommen wollen. Morgen! Oh, sorry, habe ich dich geweckt? Ich schlafe einfach weiter, ich bin ganz leise. Ja? Alles gut bei dir? No, oh, bitte nicht der. Nicht der schon wieder. Du kannst mich nicht hören. Was gibt's denn da zu grinsen? So, da bin ich wieder. Ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, dass ich am Wochenende frei habe. Aber ja, mein Kollege meint natürlich, krank machen zu müssen und deswegen bin ich jetzt wieder hier. So. Wissen Sie was? Heute ist ja Mittwoch. Und mittwochs, da gehe ich immer mit meiner Freundin Kajak fahren. Das ist so schön und so entspannend, glauben Sie es mir. Wahnsinn. Ja, schön für dich. Aber, ja, warum erzähle ich es Ihnen eigentlich? Wissen Sie ja in der Woche eh nicht mehr. Kannst du dich noch an den einen Urlaub erinnern vor 4 oder 5 Jahren? Ich glaube, das war Kroatien. Du wurdest einfach, egal in welchem Ort wir waren,
auf Kroatisch angesprochen und Mama und ich sind da durchgelaufen wie die größten deutschen Touris, die es gibt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass die Frau direkt unter unserer Ferienwohnung mir immer komplett überteuerte, gehäkelte Kleider andrehen wollte. Und du mir sie sogar immer noch kaufen wolltest. Und tatsächlich haben wir auch jeden Abend Pizza gegessen. Und du und Mama, ihr wart so betrunken, dass ihr mich nachts durch die Straßen gejagt habt und alle mich einfach komplett ausgelacht haben. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Mach mich los. Ich komme am Montag wieder. Vielleicht geht es dir dann auch irgendwann mal besser. Aber eigentlich geht's mir noch ganz gut.